Ja, hallo. Heute wollte ich mal eine App vorstellen, die nennt sich QuickPick. Das ist eine Galerie-App. Diese ist kostenlos und ja genau. Warum sollte man? Ich werde dann auch noch zeigen, warum man die Standardgalerie durch zum Beispiel QuickPick ersetzen sollte, beziehungsweise warum in meinen Augen QuickPick bis jetzt die beste kostenlose Galerie ist, die ich finden konnte. Oh. Ja, viel Krempel liegen. Und genau. Ja, dazu starte ich mal die App. So, natürlich, man erhält jetzt als erstes in dieser App eine Übersicht über in der Galerie. Also welche Bilder sind vorhanden. Jetzt habe ich hier ein paar Bilder. Ich zeige das mal. So. Ja, jetzt. Ich habe das hier dunkel gemacht. Genau, also das ist jetzt ja, Bilder vom 23.8., 1.8., ja, von einer Freundin die Bilder und den Wallpaper, das ich mal gemacht hatte. Zum Beispiel. Also natürlich, umso mehr Bilder man hat, umso mehr bekommt man da auch aufgelistet. So, und jetzt natürlich erstmal ein Bild. Es ist nicht ganz so schön dargestellt wie die, ja, Stock-Android-Galerie. Aber ich finde es doch ziemlich übersichtlich, zweckdienlich. Wenn man also darin versucht zu scrollen und so weiter, geht es. Also jetzt bei dieser Übersicht gerade nicht. Auch solche Funktionen funktionieren nicht. Also Pinch to Zoom übers Bild, wie man es aus Apple wahrscheinlich kennt, funktioniert jetzt auch nicht. Ich öffne aber einfach mal ein Bild. So, und das sind jetzt Bilder, man muss sozusagen. Die sind. Ja. Ich glaube, das sieht man sogar hier. Also die sind so um die 8 bis 15 Megabyte groß. Die habe ich selber geschossen, sind aus dem RAW-Format entwickelt worden und sind dadurch extrem scharf. Also ich bin da jetzt, wie soll man so sagen, so ein schöner Pixel-Pieper. Also ich achte da sehr wirklich auf die Schärfe. Und die Standard-Android-Galerie hat die Bilder immer runterskaliert. Und durch dieses Runterskalieren werden die nicht unscharf, aber es gibt dann einen lustigen Effekt und der nennt sich Oversampling. Das bedeutet, wenn man mehr Pixel auf die Fläche bekommen will, als dass diese Fläche wirklich anzeigen kann, dann entfallen Pixel bzw. zeigen sich kleine Treppchen. Das hört sich jetzt eigentlich negativ an, aber dadurch erscheinen die Bilder wesentlich schärfer, als wenn man sie jetzt auf die Auflösung des Endgerätes runterskalieren würde. Soll heißen, wenn jetzt ein Bild von 14 Megapixel jetzt, also über 4000 Pixel jetzt in den Breiten und Höhen, auf eine Tablet-Auflösung 1280 mal 800 runterskaliert wird, dann erscheint das Bild zwar scharf, aber es würde schärfer erscheinen, wenn das Bild in der Originalgröße angezeigt werden würde. Das klingt jetzt komisch, ich glaube, das sollte jeder mal ausprobieren. Also die App, wie gesagt, kostet nichts und einfach mal vergleichen. Und ihr seht wirklich die Unterschiede da drin, dass die Bilder einfach schärfer erscheinen und auch schärfer sind. Weil bei Android aber sozusagen so eine Art Thumbnail gemacht wird, wird dann, also wodurch dann die Größe, ja, wie soll ich sagen? Ja, also auf den Monitor angepasst wird, also wird dann irgendwie zwischengespeichert, geht das Umherschalten schneller. Also hier schalte ich jetzt umher, ich wechsle zum nächsten Bild. Es dauert einige Sekunden und erst dann ist das Bild in der vollen Auflösung da. Also es gibt vorher auch immer dieses Thumbnail, was aus der Vorschau generiert wurde. Und dann dauert es immer ein paar Sekunden und dann ist das Bild immer in der vollen Auflösung da. Bei der Android-Galerie wird das anders gemacht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ranzoome, dann wird das Bild auch nicht nachgeschärft, sondern es bleibt wirklich in der Auflösung, wie ich es einmal hatte. Bei Android kennt man das, dass dann sozusagen für jede Stufe immer ein neuer Schärfegrad bzw. eine neue Skalierung gewählt wird. Also das Bild wird immer wieder nachgeschärft und so weiter man reinzoomt. Dafür ist diese Galerie jetzt vielleicht nicht so flüssig und nicht ganz so, ja, wie soll man sagen. Also es fühlt sich eher, sie zieht nach, wenn man die Bilder wechselt, wie man vielleicht auch sieht. Dabei sind die Bilder dann auch eben in der vollen Auflösung und sie werden nicht mehr nachgeschärft.
Und ich finde eben dieses, die Bilder wirken echt wesentlich besser, wenn sie in dieser vollen Auflösung dargestellt werden. Ja, bei dem dauert, also man merkt, umso größer das Bild wird, umso länger dauert es. Jetzt habe ich natürlich schon Extreme gewählt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Smartphone-Foto genommen, was das Galaxy Tab selber macht oder sonst ein Smartphone oder vielleicht auch was viele andere als von ihren normalen Home-Kameras haben, diese 3 bis 5 Megabyte Bilder, sondern ich habe dann wirklich jetzt schon RAWs genommen, ja, oder aus RAW entwickelte JPEGs genommen, die auf 100%, also keine Komprimierung oder keine signifikante Komprimierung da jetzt drin hatten. Also es gibt natürlich immer noch die JPEG-Komprimierung, die sind natürlich drin. Aber wenn man das will, es gibt da 12 Stufen der JPEG-Komprimierung und das ist jetzt Stufe 12, keine Komprimierung. So, ich hoffe mal, das sieht man auch immer auf den Videos. Okay, das ist jetzt hier mit einer geringen, also mit einer offenen Blende gemacht. Also man, jetzt hat er zum Beispiel auch wieder nachgeladen. Gut. So, unscharf. Scharf. Ich hoffe mal, das sieht man so halbwegs. Ich habe auch versucht, die Kamera jetzt, also auch mit dieser Kamera, mit der ich das hier gerade aufnehme, mache ich auch die Fotos. Und ja, wenn ich dann natürlich zurückklicke, komme ich dann wieder zurück. Und wenn ich dann wieder die Fotos anklicke, müssen sie natürlich erstmal wieder geschärft werden. Beziehungsweise nicht geschärft, sondern wieder in der vollen Auflösung dargestellt werden. Gehe ich ein Foto vor, beziehungsweise hier jetzt wieder zurück, schärfen. Ich gehe wieder vor, schärfen. Und also dieser Prozess ist ständig. Also es ist nicht, dass man jetzt hier einfach zack, zack, also man kann hier natürlich auch durchwechseln. Man sieht aber schon, es ist, wie man so schön im Englischen sagt, choppy. Also es ruckelt immer so ein bisschen. Beziehungsweise ist es nicht ganz so schnell in der Reaktionszeit, weil die Bilder eben in ihrer vollen Auflösung immer wieder versucht werden, geladen zu werden. Okay, und dann ist jetzt... zum Beispiel auch scharf. Also es dauert ein bisschen. Natürlich ist es dann auch mit den, also auch mit dem Rotationssensor wird es natürlich, arbeitet die Galerie zusammen. Gehört jetzt im guten Ton, ist ja Standard. Und genau. Und da ist das eigentlich ziemlich schnell. Auch eben das Pinch to Zoom ist ziemlich schnell. Was ich jetzt hier schon in der Galerie eingeschaltet habe, von Haus aus werden die Bilder in 16-Bit gerendert. Weil die Galerie, also QuickPic hat sich gesagt, ja, also die Leute wollen dann ja schon ihre, weil wir das eben in dieser, oder weil wir dieses Verfahren zur Darstellung haben, oder so machen, also wir stellen ja die Bilder so dar, ich mache das hier ein bisschen gerade wieder, weil wir das so haben, stellen wir die Bilder nur in 16-Bit erstmal dar. Man muss 32-Bit explizit aktivieren, das zeige ich aber noch gleich, wo das funktioniert. Damit das alles, also flüssiger funktioniert, deswegen haben sie 16-Bit. Okay, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen auf die Optionen ein. Also da oben gibt es diesen lustigen Pfeil, das sieht man hier jetzt sogar ziemlich schlecht, muss ich gerade sagen. Ich versuche die Kamera mal ein klein bisschen. So, also da oben sieht man diesen Pfeil, über den gelangt man ins Optionsmenü. Normalerweise kennt man ja das hier unten immer, also hier bei Android, also seit 3.0, seit Honeycomb, oder eben dort oben immer diese drei Punkte angezeigt werden, der ehemalige Menüknopf. Den hat man sich aber irgendwie hier oben hingemacht. Funktioniert genauso beim Handy, also beim Handy ist es genauso. So, und jetzt gehen wir, ja, Kamera, man gelangt direkt auf die Kamera-App. Startet die ganz normale Kamera-App, die man als Standard genommen hat, sei es jetzt Android oder sei es eine andere. Ja, jetzt kann man die Sortierung auswählen. Nach Fahrt aufsteigend, Datum absteigend und so weiter. Ich denke mal, das ist selbsterklärend, versteckte Daten anzeigen. Jetzt sind jegliche Sachen da drin, die versteckten Daten sind Daten auch, zum Beispiel der Browser-Cache. Oder irgendwelche Bilder, Thumbnail-Szenen, die eine App mitgebracht hat. Also all solch ein Quatsch, den will man eigentlich gar nicht in der Galerie haben, aber es besitzt eben die Option, dass man es kann.
ja, neue Ordner, dann macht man sich eben eine neue Galerie. Da oben sieht man dann den Pfad, ja, in dem ganz normalen SD-Card. Also das ist ja jetzt hier der interne Speicher beim Galaxy Tab Pictures, wie man es kennt. Und da drin habe ich ja auch schon ein paar Bilder reingemacht. Abbruch. So. Ja, die Sortierung hatten wir schon, Kamera auf. Jetzt gehen wir mal auf die Einstellungen. So. Jetzt hat das relativ viele Einstellungen. Ja, über ist klar. Das sind die Informationen über die App als solche. Details, man kriegt dann auch die Details angezeigt, ändern, also wenn man es empfehlen will. Ja. Spenden. Man spendet, man ruft die Internetseite dadurch auf. Genau, aber gehen wir das jetzt mal von oben hier auf an. Man kann hier auswählen, ich will das, beziehungsweise man kann hier den hellen Hintergrund, wie man ja gesehen hat, in der Übersicht gab es einen, ist das der dunkle Hintergrund. Meiner Meinung nach ist dieser auch zu empfehlen, weil die Bilder dadurch einfach wesentlich besser wirken. Aber wer eben den Geschmack hat und so, das Dunkle gefällt mir hier so nicht, ich will den hellen Hintergrund haben, dann wird der Hintergrund weiß. Das ist ganz schlicht und einfach. Also heller Hintergrund ist weiß, kein Haken bei hellem Hintergrund, dann ist der Hintergrund schwarz. Bei Videos anzeigen, wenn man Videos auf dem Telefon, Tablet, wie auch immer hat, dann werden diese auch mit in der Galerie angezeigt. Wie man es bei Android auch kennt, also von dieser Hausausgalerie. Ich benutze meinen Galaxy Tab aber hauptsächlich, um Bilder anzugucken. Und die Videos wollte ich nicht haben. Die habe ich zum Beispiel extra im MX-Player drin, der die ja auch anzeigt, dafür keine Bilder. Und von dort aus habe ich jede App, die mir dann irgendwie speziell was anzeigt. Von Haus aus ist dieser Haken hier drin und zeigt dann eben auch Videos an. Und sp spielt sie da auch drin ab. Ordneransicht. So, jetzt kann man dann hier auswählen, welche Ordner mit eingeschlossen werden sollen, beziehungsweise welche Ordner mit ausgeschlossen werden sollen. Von Haus aus ist dort gar nichts drin. Oh, zu weit, zu weit. Also ist da nichts drin. Wenn man aber explizit Ordner dort einschließen will, ich sag mal, das Einschließen von Ordnern hat jetzt vielleicht nur bei versteckten Dateien, die man normalerweise ausblenden will, aber dann doch noch manche anzeigen lassen will, kann man ja dort reinbauen. Oder man hat ausgeschlossene Überordner und will eingeschlossene Unterordner haben. Also sage ich mal, man hat irgendwie Geburtstag oder also 22. Geburtstag hat man ausgeblendet, will aber irgendwie da einen Unterordner mit einblenden. So, solche Sachen. Ja, logische Sortierung nach. Also bei jedem Punkt steht natürlich immer noch die kurze Beschreibung darunter. Ja, logische Sortierung. Ja, also man kann jetzt hier anklicken, wenn der. Häufig ist es ja so, dass die Kamera die Fotos benennt nach einer. Ja, in der Regel steht dann alphanumerischer Code drin. Den kann man aber als Mensch ziemlich leicht lesen. Also ich glaube, bei mir ist es, also im Ordner DCIM steht das natürlich drin. Und dort steht dann DCS oder DC, ja irgendwie so auf jeden Fall, Unterstrich. Dann kommt eine fortlaufende Nummer und nochmal ein Unterstrich. Und diese fortlaufende Nummer ist entweder die Auslösungen, die es an diesem die Kamera schon hat, so ist es zum Beispiel bei mir der Fall. Bei mir sind sämtliche Fotos, die ich jemals getan habe, durchnummeriert. Egal, ob ich sie auch danach gelöscht habe. Also jedes Foto hat eine, ja, hat die Auslösungsnummer der Kamera. Bei vielen anderen Kameras, ich sage jetzt mal kompakteren Knipsen, die benennen es nach Tagen. Also wie viele Fotos wurden an diesem Tag geschossen oder Uhrzeiten werden eingebaut. Und das kann eben diese QuickPick als solches erkennen. Und sortiert die Fotos dementsprechend. Ja, dann bei zuletzt betrachteten Ordner, da immer, wenn man jetzt die Galerie geschlossen hat, dass dann immer der zuletzt betrachtete wieder aufgerufen wird. Ich sag mal, man hat jetzt Urlaubsfotos und so weiter. Und also, wie man es beliebt, also ist natürlich klar, ich weiß nicht, wenn ich einen Ordner zumache oder so weiter, dann ist es für mich nicht logisch, dass ich dann sozusagen automatisch wieder an der letzten Stelle geöffnet bin. Oder auch wenn ich meinen Computer hochgefahren bin, dann öffnen sich ja nicht die letzten Programme, die ich vor dem Runterfahren geschlossen hatte. Manche wollen es so, dann kann man eben diesen Haken reinmachen. Für mich ist es einfach eine Gewohnheitssache. Ich bin es so nicht gewohnt, muss ich sagen. Ja, dann die Systemstatus bei Aus- oder Einblenden eben. Und das ist eher für Android 2. 2 und 2.3 etwas, 2.1 natürlich auch, dass dieser Status bei ausgeblendet oder eingeblendet wird.
Transparente Titlebar. Das ist nur für Custom ROMs. Ich konnte beim Tablet noch keinen Unterschied feststellen, muss ich sagen, ob ich den Haken jetzt drin habe oder nicht. Bilderrahmen anzeigen ist in der Übersicht, kriegen die Bilder einen 1 Pixel breiten bzw. dicken Rahmen. Sehen damit, also es sieht irgendwie besser aus, muss man echt sagen. Ich nehme ihn mal raus. Genau, jetzt haben die keinen Rahmen. Das kann natürlich jeder so machen, wie er beliebt. Quatsch, den machen wir wieder rein. Den machen wir wieder raus. Rein. Gehen nochmal. Also man sieht jetzt hier vielleicht schon, hier gibt es jetzt einen 1 Pixel breiten Rahmen. Und auch jedes Bild hat einen 1 Pixel breiten Rahmen. Ich finde es besser. Aber es ist wieder eine Geschmackssache. Aber ich finde es gut, dass sowas zum Beispiel, solche Feinheiten wieder zur Einstellung angeboten werden. Genau, Ordneransicht. So. Ja, und versteckte Daten schützen, also dass man irgendwie, man kann ja aus dieser Galerie dann natürlich auch Sachen löschen, dass man zum Beispiel nicht von einer App, ich sag mal, die, man hat eine Multi-Messenger-App und die Smileys sind ja in der Regel PNG-Bilder oder irgendwelche GIFs oder so weiter und man löscht die aus Versehen und entfernt die und vielleicht verweigert dann sogar die App eben den Dienst. Also das kann man dann davor schützen, vom Ausversehen, also vom versehentlichen Löschen. Okay, jetzt gehen wir auf den Bildbetrachter. So, jetzt kann man natürlich, ja, hier das mit der Bildschirmrotation kann man ein- und auswählen. Also wie das zum Beispiel durch den Lagesensor, durch das Bildseitenverhältnis, also wie die Bildausrichtung geändert werden soll. Einfaches Tab-Zoom, das bedeutet, man tippt einmal mit dem Finger drauf und er zoomt rein. Für mich war es ungewohnt, also das hat eigentlich nur Sinn für, ich sag mal, Android-Geräte, Telefone, die kein Multitouch können. Sonst sehe ich da, oder nur schlecht Multitouch. Also ich erinnere, ich habe nämlich noch ein Desire auch noch, oder zum Beispiel das HD2 mit Android, hat dieses sogenannte Achsenflippen, dieses so ein Fehler. Da wird dann, ja, die können nicht richtig Multitouch. Also die können zwei Punkte auseinanderhalten, aber sobald die Finger sich gegenseitig drehen, vertauscht ihr wieder die Position der Finger. Also klingt komisch, aber wenn ihr danach googelt, dann könnt ihr euch das angucken. Pocket PC CH hat da sehr gute Videos drüber gemacht damals. Heute ist das Problem schon lange nicht mehr vorhanden. Damals zum Beispiel, ich glaube, das Isaiah kann nur zwei Punkte Multitouch und hat eben dieses Achsenflippen-Problem. Und heutige Geräte zum Beispiel, ich glaube, die Samsung Galaxy-Geräte, die können alle 10-Punkt-Multitouch, die Sony Ericsson-Geräte können noch 8-Punkt-Multitouch, auch die Tablets. Also das hat sich mittlerweile erledigt, Achsenflippen gibt es auch nicht mehr. Dafür würde ich das jetzt nur nehmen. Also es ist einfach immer diese schöne Gewohnheit, man hat dieses Pinch-to-Zoom, so wie ich es ja hier auch vorhin schon gezeigt hatte, und man zoomt in die Bilder rein. Details anzeigen. Dieser Haken ist von Haus aus raus, also nicht gelockt. Ich habe ihn eingeschaltet, weil immer wenn ich einmal auf das Bild drauf tippe, dann erscheint oben und unten zwar so eine Leiste auch, aber es erscheint dann auch unten eine, kann ich auch noch gleich mal zeigen. Oder ich zeige es jetzt, passt ja eher. Gehen wir mal auf ein Bild. Gehen wir mal auf das Bild hier. So, jetzt lassen wir ihn gerade laden. So, ich klicke einmal drauf und dann erscheint unten zum Beispiel der Text. Der Text ist gut, da unten erscheint dann welche Belichtungszeiten, welche Blende oder zum Beispiel Lichtempfindlichkeit des Films, natürlich dann auch noch die Größe des Fotos, Uhrzeit und ja, Datum. Solche Sachen werden angezeigt, wie soll ich sagen, also so die rudimentären EXIF-Daten. Gehen wir wieder auf Einstellungen, Bildbetrachter. Ja, maximale Helligkeit hatte ich erst drin, habe ich dann doch wieder rausgenommen. Dass wenn Bilder angezeigt werden, der Bildschirm immer auf die maximale Helligkeit geht, egal was der Umgebungslichtsensor einem sagt oder was die eigene Einstellung bei der Helligkeit auch, also was man dort eingestellt hat. Beim Handy habe ich es eingestellt, weil ich das doch sehr praktisch finde und weil das Handy-Display irgendwie nicht ganz so brillant scheint, schon fast wie das vom Tablet. Und von daher habe ich das dann beim Handy eingeschaltet, dass immer bei jedem Bild, also bin ich jetzt hier in dieser Galerieübersicht, in den Einstellungen zum Beispiel, ist der Monitor auf der gedimmten Helligkeit. Sobald ich ein Bild aufmache, geht der Monitor auf die volle Helligkeit. Ja, animierte GIFs sollen abgespielt werden, der Haken muss auch erst reingemacht werden.
Und hier erzwinge 32-Bit Farbausgabe. Darunter steht auch sozusagen eine Warnung. Farbdarstellungen erfolgen immer in 32-Bit Echtfarben, reduziert unter Umständen die Auflösung. Jein. Also das ist, die Fotos sehen wesentlich besser aus, wenn sie natürlich unter 32-Bit aufgenommen wurden und dann auch angezeigt werden. Worin die Auflösung etwas reduziert ist, beziehungsweise die, wenn man in die vollste Zoom-Stufe, also per Pinch-to-Zoom reingezoomt hat, dann sehen die Bilder unter 16-Bit etwas schärfer aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das dann unter den, also an den reduzierten Farben liegt. Oder, also ich sag mal, selten zoomt man so weit rein, dass man das gesehen hat. Ich meine, ich habe ja vorhin richtig reingezoomt und das war das Ende der Auflösung. Und ja, also von der eigentlichen Ansicht her, diese grundlegende Ansicht, die ich ja sagte, also wenn man das Foto als Gesamtes sieht auf dem Display, dann ändert sich da nichts an der Auflösung, außer dass wesentlich mehr Farben angezeigt werden. Und das sieht man deutlich, meiner Meinung nach. Ja, dann Bildhintergrundrastern, das ist zum Beispiel für transparente PNGs oder GIFs, also der sogenannte Alpha-Kanal. Dann hat man keinen weißen oder dunklen Hintergrund, sondern so ein Raster. Das sieht aus wie ein kleines Schachbrettmuster. Ja, der Diashow-Intervall ist dann sozusagen, wie viele Sekunden ein Foto angezeigt werden soll. Ja, 60 oder eine. Eine wäre, glaube ich, sehr kurz, aber das kann man ja machen, wie einem beliebt. Oder Bilder mischen, also den Shuffle-Modus bzw. Random. Dass in der Diashow die Bilder in unterschiedlicher Reihenfolge wiedergegeben werden und nicht in der sortierten. So, Vorschau Zwischenspeicher. Ja, benutze den System-Medienspeicher. Ja, ich denke mal, also hier kann man jetzt sozusagen systemspezifische Sachen einstellen. Ja, also zum Beispiel, dass hier auch die Größe des, also beziehungsweise ein Vollbildschirm zwischengespeichert werden kann. Und ja, also hier dieses mit Spartenergie, ich weiß nicht, ob man das haben will. Ist natürlich, da wird der Prozessor nicht so stark belastet. Wenn das Laden verzögert ist, und da muss man jetzt aber überlegen, also wenn man jetzt die Bilder, ich sag mal, man lädt ein Bild normalerweise eine Sekunde und durch das verzögerte Laden lädt man es zwei Sekunden. Und durch das Laden in einer Sekunde ist der Prozessor eine Sekunde lang auf 100% belastet oder dann später eben beim verzögerten Laden zwei Sekunden auf 50%. Nur so als Gedankenanreiz, weil dann ist es natürlich fraglich, ob es dann überhaupt noch was bringt, dieses verzögerte Laden. So, also da gibt es kleine Vergleiche auch, oder häufig wird das so gemacht. Sie hat immer gesagt, der Intel-Atom verbraucht wesentlich weniger Strom, ist aber für nicht ganz so schnell, aber wenn man jetzt das gegenrechnet mit einem aktuellen Rechner, beziehungsweise nicht aktuellen, beziehungsweise mit einem wesentlich schnelleren Prozessor, einem Core i3 zum Beispiel, dann ist der Intel-Atom gar nicht mehr so viel stromsparender, weil der eben für diese Zeit, der braucht eben wesentlich mehr Zeit für die gleiche Aufgabe und verbraucht dann natürlich auch Energie, während der schnellere Prozessor schon längst fertig ist. Ja genau, und das ist die größere Vollbildvorschau, das dann ja, große Vorschaubilder. Ja, jetzt kann man den Cache löschen oder Mini-Vorschau löschen. Genau, und das war es jetzt hier eigentlich schon in diesem. Ich versuche hier nochmal. Wenn man jetzt. Man kann den Style ändern, hier oben mit diesem Knopf. Also ich hoffe mal, das sieht man. Also dort ist ein Knopf. Und damit kann man den Stil ändern. Wow. Und dann hier erhält man dann noch ein paar andere Optionen. Also dieser Optionsbutton, der vorhin also in diesem Menü hier eine ganz andere Sache gebracht hat, nämlich dieses Menü, bringt, wenn man jetzt in diesem Menü ist, andere Punkte. Diashow kann man sich jetzt hier erstellen lassen, beziehungsweise anzeigen. Und dann läuft eben die Diashow durch. Genau. Sortieren, verstecken, Datum korrigieren, Multi-Auswahl, also was man angezeigt haben will, beziehungsweise was man dann alles löschen will, verteilen oder an andere Leute schicken. Und ja, das ist eigentlich auch ganz praktisch, wie ich finde. So, und das war jetzt eigentlich sozusagen diese Galerie. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier die originale Galerie finde. Genau, da ist sie. Jetzt haben wir dann hier auch schon diese. Hier zeigt er dann natürlich jetzt auch Videos an.
Ich gehe mal wieder auf den 1.8. natürlich, das hier wiegt alles. Ja, wesentlich schöner. Hier gibt es natürlich auch noch einen Scroll-Effekt, beziehungsweise sind Endscroll. So, aber die Bilder wirken alle unscharf. Muss ich sagen. Also sie wirken nicht so gestochen scharf wie jetzt bei QuickPick. Wenn ich jetzt zum Beispiel reinzoome, ich weiß gar nicht, ob man das richtig sieht. Ich gehe mal hier einen weiter. Zum Beispiel hier rastert er das gerade. Hier läuft er gerade lang. Der läuft immer von der rechten unteren Ecke so hoch sozusagen. Das sieht man dann hier gerade, wie das rastert. Das ist eigentlich, ich denke mal, das wird man auf der Kamera echt nicht sehen. Ich denke mal, das wird auch vielen Leuten gar nicht auffallen, dass er das so rastert. Und was natürlich auch immer ist dieses Nachschärfen. Damit kommt zwar Android ziemlich, also Android 4 ziemlich gut klar, aber bei Telefonen, die jetzt noch ein bisschen langsamere Semester sind, da fällt das schon auf. Und dieses immer wieder Nachschärfen hat mich gestört, aber jetzt nicht so sehr. Dass dieses Bild einfach nicht brillant scharf aussieht, das hat mich am meisten gestört. Also das war für mich irgendwie ein Nein, Leute. Warum? Warum kann ich das nicht einstellen? Dafür ist das Bild, beziehungsweise das Scrollen, hier super flüssig. Naja, aber damit muss man leben. Sag ich mal, wenn man jetzt einfach scharfe Bilder haben will. Unscharf, scharf. Und das ist ein Riesenunterschied meiner Meinung nach. Naja, ich denke mal, das war's. Gutes Gelingen.